Im heutigen Video geht das große Gewinnspiel weiter, das ich zusammen mit Blizzard veranstalte. Und heute könnt ihr einen Diablo 4 Hoodie gewinnen. Das Prozedere ist gleich geblieben. Ihr müsst zunächst meinen Kanal abonniert haben und zweitens einen Kommentar geschrieben haben. Damit seid ihr in der Verlosung. Der Kommentar ist im Prinzip egal, also was ihr da genau schreibt, aber vielleicht, weil es passend zum heutigen Video ist, einfach mal euer aktuelles Level. Dann habe ich auch mal einen Überblick, wie weit ihr denn so seid. Das Video geht heute um 19 Uhr online. Das Gewinnspiel läuft dann wieder 3 Tage, 72 Stunden. Das heißt, alle Kommentare bis zum 8. Juni, das ist der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 8. Juni, 19 Uhr. Alle Kommentare sind mit in der Verlosung. Ja, und heute geht es um den ersten Softcore-Spieler, der das Maximallevel von 100 erreicht hat. Für mich total wahnsinnig und deswegen möchte ich mir zusammen mit euch angucken, wie er das geschafft hat und vor allem, wie sieht es eigentlich im Hardcore-Bereich aus, denn da gab es ja so ein kleines Event. Welcher ist der höchstlevelige Hardcore-Charakter im Moment? All das schauen wir uns an, wie immer, nach dem Intro. Laut der Website d4ways.com hat der erste Spieler Level 100 erreicht, und zwar Rob2628. Es gibt Stand jetzt noch keine offizielle Bestätigung von Blizzard. Ich weiß auch nicht so genau, ob da wirklich was zu kommt, fände ich schon schön, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das ein legales Level 100 ist, denn Rob ist auf Twitch aktiv und seine Community hat ihn dann natürlich verfolgt. Auf d4ways.com sind eh grundsätzlich alles nur Content Creator, wo ganz genau mitgetrackt wird, dass das, was sie da tun, auch alles richtig ist. So, Rob, mich hat natürlich interessiert, wer ist denn der gute Herr? Und Rob ist ein 29-jähriger junger Mann aus Deutschland, ja. Witzigerweise kommt er tatsächlich aus Deutschland und somit fühle ich mich jetzt auch hier als Weltmeister des Diablo 4 Games. Könnt ihr natürlich auch. Ganz interessant, auch er ist Teil des Maxwell Teams und ist auf YouTube und Twitch aktiv. Auf YouTube hat er über 22.000 Abonnenten und auf Twitch über 33.000 Follower. Ja, und wie viel hat der gute Rob denn gezockt und wie hat er das geschafft? Wie ich eben schon sagte, für mich vollkommen irrsinnig. Also, er hat insgesamt 54 Stunden gebraucht, um die Stufe 100 zu erreichen. Und er sagt selber, er hat hauptsächlich Dungeons und PvP-Zonen mit hoher Dichte an Elite-Monstern gefarmt. Und eine Frage, die ich mich natürlich gestellt habe, hat er geschlafen? Wie viel? Wie kann man mit so wenig Schlaf überhaupt zocken? Bei ihm sah es so aus. Es waren insgesamt 62 Stunden seit Early Access Start bis zu dem Punkt, wo er das Level 100 erreicht hat. Und laut eigener Aussage hat er insgesamt 8 Stunden geschlafen. Also etwa 18 Stunden gespielt, 4 Stunden geschlafen, 18 Stunden gespielt, 4 Stunden geschlafen, 18 Stunden gespielt. Und dann war es soweit. Keine Ahnung, wie ein Körper das aushalten kann. Er war übrigens mit einem Wirbelwind-Barbaren unterwegs und hat in Gruppe gespielt. Ja, und ich sagte eben schon bezüglich des Hardcore-Rennens, da gibt es ja ein kleines Event, was seitens Blizzards läuft. Aktuell gibt es noch keinen Spieler mit Level 100. Ich habe gerade nebenbei mal die Website aufgerufen und Stand jetzt ist der höchste Hardcore-Charakter Karn mit Level 98. Das sollte also auch nicht mehr lange dauern. Und falls ihr nicht genau wisst, von welchem Event ich da rede, Blizzard hatte vor wenigen Tagen getwittert, erreicht Stufe 100 im Hardcore-Modus und tweetet Diablo 4 Hardcore den Hashtag mit einem Beweis, um euren Benutzernamen auf einer Lilith-Statue verewigen zu lassen. Das Angebot ist auf die ersten 1000 Spieler begrenzt, es gelten Einschränkungen. Und als ich gestern drauf schaute, war noch Wudicho erster, der Maxwell-Spieler, unter anderem auch ein Deutscher, witzigerweise. Er lag da so ein Stückchen vorne und jetzt ist er aber inzwischen abgeschlagen auf Rang, wo ist er denn? Auf Rang 11 mit Level 93. Keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber er wäre ja eh ausgeschlossen von diesem offiziellen Event, davon auf der Statue eingraviert
zu werden, weil er ja zu den Content-Creatern gehört, der diesen Vorabzugang hatte. 2 Wochen konnte er unter anderem schon vor Start des Early Access zocken und hat Blizzard gesagt, nee, die Leute sind raus. Und soweit ich weiß, hat das Maxwell-Team auch im Vorhinein schon gesagt, dass sie da außer Konkurrenz mitmischen. So, ich gucke gerade nochmal auf die Liste. Karen ist auf Rang 2, Nugien auf Rang 3, Ben auf Rang 4, alles Hardcore-Charaktere, echt verrückt, wie viele da mit einem Hardcore-Charakter in die Early Access gestartet sind. Ja, sehr interessant, es wird sicherlich nicht lange dauern, vielleicht ja sogar noch heute Abend, spätestens morgen früh wird es den ersten Level 100 Hardcore-Charakter geben. Verfolgt es gerne auf der Website, ich habe es euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin da, glaube ich, auch außer Konkurrenz unterwegs, zu wenig Zeit und ich lasse mir, glaube ich, auch im Spiel zu viel Zeit. Ja, wie gesagt, würde mich sehr interessieren, wo ihr gerade steht, euer Level sehr gerne in die Kommentare und abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu Diablo 4 zu verpassen. Und dann sehen wir uns sehr gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.